Die Menschen haben heute die Möglichkeit, einen Test zu machen. Und meine Bitte ist, lassen Sie sich nicht einlullen. Frau Merkel wird Ihnen ein Land beschreiben, das auf gutem Wege ist, in dem vieles abgewartet wird und ausgesessen wird. Deshalb ziehe ich es jetzt aus, damit ihr seht, wie ich spitze. Aha, als ob die Sozialdemokratie mit einer kalten Hand nun versucht, in alle Portemonnaies und Handtaschen reinzugreifen. Das ist erkennbar Propaganda. 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 Aha. Nachdem einige den Eindruck gehabt haben oder die Möglichkeit suchten, mir einen Stein an den Kopf zu werfen mit Blick auf eine mangelnde Transparenz, trage ich jetzt gerne dazu bei, dass aus diesem Stein ein Boomerang wird, der an ihren eigenen Kopf zurückfliegt. Aha. Mir einen Stein an den Kopf zu werfen. Aha. Propaganda. 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 1, 2, 3, Chance vorbei. Propaganda. Jetzt haben sie mir gesagt, zieh ein Jackett nicht aus, du hast ein blaues Hemd an, dann sieht man die Schweißflecken. Deshalb ziehe ich es jetzt aus, damit ihr seht, wie spitz. Geh mit einer kalten Hand. Propaganda. Aha. Da, wo ich zu Hause bin, da, wo ich herkomme, da wird nach solchen Abenden am nächsten Morgen die Arme hochgekrempelt, der Helm aufgesetzt, dann geht man zur Arbeit. Das Überraschungsei, das weiß ich, ist das erfolgreichste Produkt, das diese Firma je hervorgebracht hat. Also, ich bin das Überraschungsei der SPD. Bei mir gegenüber, mein Nachbar, ich hoffe, er verzeiht es mir, wenn ich das jetzt sage, das ist einer der führenden Feuerwehrleute bei mir in der Stadt. Ich habe auf der anderen Straßenseite rechts neben mir wohnt eine junge Familie mit einem kleinen Kind. Ich habe auch in meiner Nachbarschaft Leute, die große medizinische Probleme haben. Leute, die große medizinische Probleme haben. Mir einen Stein an den Kopf zu werfen. Propaganda. Aha. In 60 Sekunden, meine Damen und Herren, verdienen eine Krankenschwester weniger als 40 Cent. Aha. Pro Honorar habe ich damit ungefähr im Durchschnitt 14.000 Euro brutto erhalten. Glauben Sie mir, derjenige, der eines Tages weiß, wie es läuft, bin ich. Propaganda. Und ein Manager in einem Großunternehmen mehr als 30 Euro. Lassen Sie sich nicht einlullen. Frau Merkel, Frau Merkel, Frau Merkel, Frau Merkel. Aber hören Sie auf dieses schwarze oder rote Peterspiel. Nachdem einige den Eindruck gehabt haben oder die Möglichkeit suchten, mir einen Stein an den Kopf zu werfen mit Blick auf eine mangelnde Transparenz, trage ich jetzt gerne dazu bei, dass aus diesem Stein ein Boomerang wird, der an ihren eigenen Kopf zurückfliegt. Propaganda. Propaganda. Der an ihren eigenen Kopf zurückfliegt. Ich habe auf der anderen Straßenseite rechts neben mir wohnt eine junge Familie mit einem kleinen Kind. Ich glaube, dass Frau Merkel einen Wahlkampf geführt hat, der skandalös war. Skandalös. Aha. Propaganda. Propaganda. Dieses sich entziehen der politischen Debatte, die fehlende Konfrontation zwischen der demokratischen Linken und der demokratischen Rechten in diesem Lande, diese systematische Verweigerung von Politik, hat ein Vakuum entstehen lassen, das die AfD teilweise geschickt gefühlt hat. Ich glaube, dass Frau Merkel eine große Verantwortung dafür trägt und deshalb sind auch die 9% oder 8% weniger sicher eine verdiente Niederlage, die auch die CDU heute einfahren muss. Deshalb ziehe ich es jetzt aus, damit ihr seht, wie spitz. Aha. Als ob die Sozialdemokratie mit einer kalten Hand nun versucht, in alle Portemonnaies und Handtaschen reinzugreifen. Das ist erkennbar Propaganda. 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 Irgendjemand hat sie als Ideenstaubsauger bezeichnet in einem Kommentar. Fand ich ganz nett. Ideenstaubsauger. Aha. Und es reicht, wenn man im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ständig irgendwelche sonstigen Lektionen erteilt bekommt. Jetzt führe ich mal meinen Satz zu Ende. Das war der letzte Ton aus meinem Jagdhorn. Vielen Dank.